das ist Beja. Beja ist ein Makakenaffe und ist 9 Jahre alt. Beja ist aber kein gewöhnlicher Affe, denn Elon Musk hat ihm im Zuge seines Projekts Neuralink ein Gehirn-Computer-Interface implantiert, also eine Schnittstellenverbindung zwischen einem biologischen Organismus, seinem Gehirn und einem technischen Gerät, dem Computer. Ist Beja also ein Cyborg? Wie wir sehen, spielt Beja den Videospiele-Klassiker Pong, und zwar rein mit der Kraft seiner Gedanken, wie Neuralink betont. Möglich wurde dies durch ein Implantat, das Beja 6 Wochen zuvor eingesetzt wurde. Anschließend trainierte er Pong mit einem klassischen Joystick, wobei seine Gehirnaktivität erfasst wurde. Schlussendlich wurde ihm der Controller weggenommen. Und dank der zuvor gesammelten Daten konnte nun aber aus den von Neuralink empfangenen Informationen seine Absicht erkannt und in Steuersignale umgewandelt werden. Sie werden fragen, wozu das alles? Elon Musk betont, dass all das einen durchaus ernsthaften Hintergrund habe. Neuralink-Implantate könnten es in Zukunft beispielsweise Menschen mit Lähmungen ermöglichen, Smartphones rein über ihre Gedanken zu steuern. Neuralink geht aber noch einen Schritt weiter. Langfristig könnten solche Geräte auch dazu genutzt werden, gelähmten Menschen ihre Mobilität zurückzugeben. Die Idee ist, dass sie mit einem solchen Implantat wieder ihre eigenen Muskeln und Nerven stimulieren könnten. Der Mensch wird in Zukunft biologisch und technisch weiter verbessert werden, das steht fest. Ist aber bald die nächste evolutionäre Stufe erreicht, wo vielleicht eine perfekte Menschmaschine keine Pausen, keinen Schlaf und keine Nahrung mehr braucht? Ist das die schöne neue Welt des 21. Jahrhunderts? Sehr geehrte Damen und Herren, Martin Kriesner und Thomas Sablatnik begrüßen Sie zum Kurzreferat vom Human Enhancement zum Transhumanismus, Posthumanismus. Heute leben wir in einem Zeitalter der Technisierung des Menschen. Seit der Jahrhundertwende befinden wir uns in der sogenannten vierten industriellen Revolution. Diese Revolution basiert auf der durch die in den 1960er Jahren begonnenen digitalen Revolution, wie durch die Entwicklung der Informatik, den Einsatz von Großrechnern und Personalcomputern sowie durch die Entstehung des Internets. Mit der vierten industriellen Revolution stehen uns Menschen also Veränderungen bevor, wie wir sie in diesem Ausmaß wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Das Bedürfnis der Menschen, sich selbst und die ihnen von der Natur gegebenen Fähigkeiten zu verbessern, ist kein neues Phänomen. Neu ist jedoch, dass in unserer Zeit die technologischen Möglichkeiten, die für diese Verbesserung verwendet werden können, ausgefeilter und weiterentwickelt sind als jemals zuvor. Von der synthetischen Biologie über die Reproduktionsmedizin bis hin zur Veränderung von Erbanlagen, um nur einige Beispiele zu nennen. So findet auf vielfältige Weise ein Umbau des Menschen statt, mit dem etwaige Beeinträchtigungen sowie der körperliche Verfall und Schwächen aufgehoben werden sollen. Die Bezeichnung Human Enhancement wird dabei in der internationalen bioethischen Diskussion als Oberbegriff verwendet, nämlich dafür, um unterschiedliche technologische Optionen zur Verbesserung des menschlichen Körpers zu beschreiben. Damit sind also therapeutisch bzw. medizinisch nicht indizierte Bemühungen gemeint, den Menschen und seine gegebenen körperlichen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten sowie sein Aussehen und seine Intelligenz durch medizinisch-technische, biotechnologische oder pharmakologische Eingriffe zu optimieren. Im Wesentlichen möchte Human Enhancement 3 menschliche Bereiche verbessern. Erstens die Verlängerung der Lebenserwartung, also so lange wie möglich gesund bleiben, die geistige und körperliche Aktivität und produktiv so gut und so lange wie möglich zu erhalten. Zweitens die Verbesserung der Kognition, also die Erinnerungsfähigkeit, das Denkvermögen oder überhaupt die Fähigkeit in Bezug auf Musik, Humor, Erotik, Literatur, Spiritualität und anderes. Und drittens die Intensivierung der Emotionalität, also die verbesserten Fähigkeiten, das Leben zu genießen. Und es geht um bessere affektive Fähigkeiten, auf Lebenssituationen und anderen Menschen zu reagieren. Das Spektrum der Wege, auf denen dies geschehen soll, ist sehr breit und reicht von Anti-Aging durch die Verwendung von hautstraffenden Präparaten über schönheitschirurgische Eingriffe bis hin zur Idee, Verbindungen zwischen dem menschlichen Gehirn und Maschinen zu erschaffen,
um somit den Weg für die Entstehung und Entwicklung von sogenannten Cyborgs, also Mensch-Maschinen-Mischwesen, zu ebnen. Transhumane Enhancement-Technologien zielen somit auf eine Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten. Und gerade darin liegt auch das utopische Moment dieses Strebens. Das bislang körperlich Unmögliche soll durch Technologie und Weiterentwicklung in Zukunft möglich sein. Angestrebt ist diese Optimierung durch Medizintechnik, Bio- und Neurotechnologien, durch Versuche und Forschungen in der Pharmakologie, durch Einsetzung von Implantaten sowie das Internet der Körper, der Internet of Bodies. Damit können wir festhalten, Enhancement ist der Versuch einer technischen Verbesserung menschlicher Normaleigenschaften durch Eingriffe in den Körper. Oder wie Brunke 1997 schreibt, ein fortgeschrittenes Ziel ist, sich prinzipiell von den Begrenzungen unseres Körpers zu emanzipieren, seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen, von Natur aus mangelhafte Organe, zum Beispiel das Verdauungssystem, zu ergänzen bzw. zu ersetzen, vor allem sich von Krankheiten und irgendwann womöglich auch vom Alterungsprozess und vom Tod zu befreien. Vielleicht eine utopische Vorstellung, den Tod des Todes zu erwarten. Beim Enhancement kann unterschieden werden zwischen einem moderaten und einem radikalen Enhancement. Moderates Enhancement heißt, bereits existierende menschliche Eigenschaften möchten gesteigert werden, zum Beispiel in Intelligenzquotienten. Hier wird nicht versucht, einen neuen Menschen zu schaffen. Das heißt, die Verbesserung durch Technik hätte auch mit der herkömmlichen Erziehung, mit Training oder Fleiß erreicht werden können. Dazu im Unterschied wird beim radikalen Enhancement versucht, menschliche Grenzen zu sprengen und die menschliche Natur selbst zu verändern. Die biologische Ausstattung des Menschen als unveränderbare Grundlage unserer Existenz wird aufgegeben. Das heißt, man versucht, beziehungsweise man scheut auch nicht mehr zurück, das Wesen des Menschen selbst zu verändern. Damit kommen wir zum nächsten Begriff, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, dem Begriff des Transhumanismus. Der Begriff Transhumanismus wurde erstmals 1957 in einem Werk des Biologen Julian Huxley erwähnt. Er spricht vom Transhumanisten als einem Mensch, der Mensch bleibt, aber sich selbst durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner und für seine menschliche Natur überwindet. Der zeitgenössische, postmoderne Transhumanismus kann als eine philosophische und weltanschauliche Strömung bezeichnet werden, die sich mit den Fragen nach den Grenzen des menschlichen Lebens und der Überwindung eben dieser Grenzen befasst. Der Transhumanismus versteht sich somit als Möglichkeit, auf die Fragen der naturwissenschaftlichen und insbesondere der medizinischen und technologischen Entwicklungen und Errungenschaften der letzten Jahrzehnte eine Antwort zu geben und diese in Bezug auf das menschliche Leben und den Menschen an sich weiterzuführen. Dabei geht es um konkrete Maßnahmen, wie etwa aus der Nanotechnik, den Neurowissenschaften, der Pharmazie sowie der Kybernetik zur Erweiterung und Verbesserung aller menschlichen Möglichkeiten, sei sie intellektueller, physischer, psychischer oder mentaler Natur. Transhumanisten sehen sich in der Tradition des Humanismus und der Aufklärung. Sie fördern alle Wissenschaften, die den Menschen klüger, gesünder, glücklicher und stärker machen können. Eine wichtige Figur oder Persönlichkeit in der Geschichte des Transhumanismus war F.M. 2030. Geboren wurde er im Jahr 1930 als Feridun Esfandiari in Brüssel als Sohn eines iranischen Diplomaten. Sein Buch Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating a Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing World von 1989 gilt noch heute als Meilenstein in der Geschichte des Transhumanismus. In den 1970er Jahren ließ er seinen Namen ändern auf FM 2030. 2030 oder 2030 deshalb, weil er davon ausging, durch die Auswirkungen technischer und medizinischer Fortschritte mindestens 100 Jahre alt zu werden und seinen 100. Geburtstag im Jahr 2030 zu erleben. Allerdings ist er im Jahr 2000 an Krebs gestorben. Dennoch bedeutete das Herannahen des Todes nicht das Ende seiner Hoffnungen.
Sein Körper wartet heute tief gekühlt, also kryokonserviert, auf den Moment, in dem medizinischer und technischer Fortschritt seine Auferstehung ermöglichen werden. Die heute gebräuchliche Etymologie des Wortes Transhuman geht zurück auf FM 2030, und zwar als Kurzform für Transitional Human. Transhumane Wesen sind die erste Manifestation neuer evolutionärer Wesen. Sie zeichnen sich aus durch den Einsatz von Prothesen, plastische Chirurgie, intensive Nutzung von Telekommunikation, eine kosmopolitische Einstellung, ein Globetrotter-Dasein, Androgynie, Fortpflanzung unter Einsatz technischer Hilfsmittel, zum Beispiel In-vitro-Fertilisation, das Fehlen religiöser Überzeugungen und die Ablehnung traditioneller Familienwerte. In der heutigen Diskussion stehen sich zwei gegensätzliche philosophische Strömungen gegenüber. Die einen könnte man als konservative Technopessimisten und die anderen als progressive Techno-Euphoriker bezeichnen. Die konservativen Technopessimisten, wie zum Beispiel Jürgen Habermas, Jeremy Rifkin, Francis Fukuyama, sie bestehen auf der Beibehaltung der normativen Bedeutung der Natur. Demgegenüber die progressiven Techno-Euphoriker wie Raymond Kurzweil, Hans Morawetz, Peter Sloterdijk, Max Moore und andere, sie können sich auch eine Auflösung der menschlichen Natur als ultimative Befreiung und Emanzipation des Menschen von seinen biologischen Fesseln vorstellen. Folgt man einem der Hauptvertreter und Vordenker des Transhumanismus, dem amerikanischen Futuristen und Director of Engineering bei Google, Ray Kurzweil, dann muss man sich mit der Optimierung jedoch nicht begnügen. Das Ziel ist folgenreicher. Angestrebt wird die Erschaffung eines neuen und nicht biologischen Menschen, in dessen Leben, so Kurzweil, Tod und Trauer, Freiheit und Ewigkeit einen unwiderruflichen Wandel erfahren. Das Ziel ist eine Menschheit, die den Einzelnen biologisch wie technisch immer weiter verbessert, bis der Mensch die nächste evolutionäre Stufe erreicht, auf welcher er kein Mensch im Sinne seines heutigen biologischen Entwicklungsstandes mehr wäre. Somit wäre der Mensch nicht mehr die Endstufe der Evolution, respektive die Krone der Schöpfung, der nur versucht, seine eigene Natur zu optimieren, sondern er wäre nur ein bestimmter Zustand im Verlauf einer übergreifenden evolutionären Entwicklung, die über den Menschen hinaus zu etwas Neuem führt. Das Mängelwesen Mensch soll biologisch und technisch weiter verbessert werden, bis es die nächste evolutionäre Stufe erreicht und eine perfekte Menschmaschine wird, die ohne Pausen, Schlaf oder Nahrung auskommt. Bei einem anderen Vertreter des Transhumanismus klingt das folgendermaßen. Für uns stellt die Menschheit nur ein Übergangsstadium im Prozess der Evolution von Intelligenz dar. Und wir befürworten den Einsatz der Technik, um unseren Übergang vom menschlichen zum transhumanen oder posthumanen Zustand zu beschleunigen. Von vielen Humanisten unterscheiden wir uns durch die Bereitschaft, die menschliche Natur zur Erreichung dieser Ziele in ihrem Kern zu verändern. Wir wollen die traditionellen biologischen, genetischen und intellektuellen Grenzen, die unseren Fortschritt einschränken, überwinden. Ein weiterer interessanter Aspekt des Transhumanismus ist das sogenannte Uploading. Während zum Beispiel Genmanipulationen oder auch die Entwicklung von Cyborgs einen stufenweisen Prozess voraussetzen, wird jetzt von einem sprunghaften Übergang vom normalen Menschen zum neuen Menschen durch die Digitalisierung des menschlichen Bewusstseins ausgegangen. Auch Kurzweil spricht in seinem Werk ausführlich darüber. Um unser Denken zu scannen, werden Nanoroboter ins Gehirn geschleust und das so eingefangene Bewusstsein auf einen Computer zu speichern. Zudem kann dies dann immer wieder zu einer anderen Menschmaschine transformiert werden, da sich das Gehirn letztlich als austauschbare Hardware für die Software des Bewusstseins beschreiben lässt. So könnte man
etwa Unsterblichkeit erreichen, indem dieses Bewusstsein von einem Klon auf einen anderen Klon übertragen wird. Und mit dem Ablegen seiner biologischen Existenz wird dem Menschen somit eine Art Unsterblichkeit zuteil, die nach Kurzweil in gewisser Weise mit dem ewigen Leben gleichzusetzen ist. Kurzweil spricht hier von technologischer Singularität und ab 2045 soll dieser Vorgang des Uploadings seiner Meinung nach möglich sein, auch wenn die grundsätzliche Realisierbarkeit des Uploadings von vielen Forscherinnen und Forschern als nicht realisierbares Wunschdenken bezeichnet wird. Im Diskurs zwischen den Philosophen stellt der Begriff der Menschenwürde in unserem Zusammenhang mit Human Enhancement bzw. Transhumanismus, Posthumanismus ein großes Problem dar. Trans- und Posthumanisten sehen überhaupt keinen Widerspruch zwischen der Verbesserung und dem Begriff der Menschenwürde. Sie sind der Meinung, die Menschheit hätte eine moralische Verpflichtung zur Verbesserung der menschlichen Biologie und damit die Überwindung des bisherigen Menschen. Eine Einschränkung der Möglichkeiten seiner technischen Verbesserung bedeutet ihrer Meinung sogar eine Verletzung seiner Freiheit und Menschenwürde. Die Kritiker der Trans- und Posthumanisten meinen im Gegensatz dazu, dass viele Verbesserungen von uns noch Menschen gar nicht einschätzbar sind, ob ihre Realisierung erstrebenswert sind. Grundsätzlich sollten nur revidierbare Veränderungen menschlicher Fähigkeiten ethisch vertretbar sein. Und die als verbesserten Menschen geborenen stellen eine unzulässige Verzweckung dar. Sie sehen darin eine Verletzung der Autonomie, der Freiheit des Menschen und damit auch einen Anschlag auf die Menschenwürde. Und so kommen einige Kritiker des Posthumanismus zu folgendem Ergebnis. Da die vom Posthumanismus propagierten Verbesserungen mit aller Wahrscheinlichkeit aber nicht revidierbare Folgen zeitigen würden, scheint dessen Programm vor dem Hintergrund des Würdebegriffs ethisch nicht vertretbar. Nachdem wir jetzt in der gebotenen Kürze die Begriffe des Human Enhancements, des Transhumanismus und Posthumanismus und einige damit verbundenen Grundpositionen vorgestellt haben, möchten wir ein paar Fragen formulieren, an denen sich die folgende, hoffentlich anregende Diskussion ausrichten kann. Kann man es der freien Entscheidung jedes Einzelnen überlassen, ob er gerne ewig leben oder ein genau definiertes Alter erreichen möchte? Betrifft diese Entscheidung nicht immer auch alle anderen lebenden Menschen und auch zukünftige Generationen? Wenn es um eine fundamentale Veränderung der Conditio Humana geht, wer darf entscheiden? Dürfen Kapital, Lobbymacht und technologischer Glaube allein die Weichen stellen oder müssen alle Menschen mitentscheiden können? Mit der Verbesserung geht immer eine Standardisierung einher, weil Abweichungen vom Ideal vermieden werden wollen. Wer bestimmt letztlich, was besser ist? Die transhumanistische Forschung und Entwicklung beanspruchen bedeutende finanzielle Mittel. Wem sollen die Segnungen des Fortschritts zugutekommen? Nur denen, die es sich leisten können? Besteht die Gefahr einer Überpopulation der Erde durch hohe Lebenserwartung bzw. Unsterblichkeit? Wie steht es um die Umweltverträglichkeit des hohen Ressourcenverbrauchs? So, und jetzt freuen wir uns auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.